ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe natürlich wieder ein Food Diary für euch von den letzten 7 Tagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo, zum ersten Tag von meinem neuen Food Diary. Heute ist Montag, aber wir starten trotzdem mit einem Lächeln in den Tag. Sowohl die Schüssel als auch mein Kaffeepott. Und es gibt hier heute Mandeljoghurt mit Chiasamen. Bis später! Hello Friends! Ich habe heute spät gefrühstückt, von daher gab es nichts zum Mittag. Und diese Marmorkuchen-Muffins habe ich jetzt hier abfotografiert, habe ich gestern gebacken. Und davon werde ich mir jetzt einen leckeren genehmigen. So ihr Lieben, lasst euch nicht von der Unordnung, von dem Chaos hier irritieren. Diese leckere Lasagne wandert gleich in den Ofen und die gibt es dann zum Abendessen. Noch schön ein bisschen Olivenöl drüber, noch was Käse, damit die so richtig schön knusper, knusper, knäuschen braun wird. So, da ist das gute Stück, gerade aus dem Ofen. Hört es noch brutzeln? Ja, wenn ich meine Klappe halte, vielleicht. Lecker, wir freuen uns da jetzt drauf und werden uns das jetzt schmecken lassen. Lecker, 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 lecker. Rezept habe ich euch in der Infobox verlinkt. Mümmel, 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 guten Morgen, sagt der Hase. Zum Frühstück gibt es heute wieder Mandeljoghurt wie gestern, diesmal mit geschroteten Leinsamen. Gestern waren es ja Chiasamen. Ist beides super gesund, weil viel Omega-3-Fettsäuren drin sind und macht auf jeden Fall eine gute Runde satt. Hallöchen, ich habe gerade Low-Carb-Käsebrötchen gebacken. Davon werde ich mir Mittag jetzt eins schnabbeln. Das mag sein, dass die auf dem Blog schon drauf sind. Ich wollte nämlich nachher bei Facebook eine Umfrage machen, ob ihr zuerst hier dieses Rezept für die Brötchen haben möchtet oder für die Marmorkuchen-Muffins von gestern. Übrigens, wenn ihr mir bei Facebook noch nicht folgt, macht das sehr, sehr gerne. Ich habe euch meine Facebook-Seite, also die heißt auch Sandras Kochblog, Liebe geht durch den Magen, Sandras Kochblog. Ich habe sie euch in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, hinterlasst mir auch ein Like, freue ich mich super. Und ja, ich lasse mir jetzt ein Brötchen schmecken. Und zwar mit Schinken drauf. Das wird es heute zum Abendessen geben, meine Lieben. Es ist schon mal vorsorglich im Fotostudio. Und zwar wird das ein Gratin mit Brokkoli und Merguez. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Bratwürste aus Rind- und Lammfleisch. Da habe ich so kleine Bällchen draus gemacht. Und das Ganze ist in so einer saure Sahne-Käsesoße und wird jetzt gleich noch mit Käse belegt und dann überbacken. So, Instagram-Fotos im Kasten. Folgt ihr mir da eigentlich schon? Ihr müsst mir jetzt überall folgen. Nein, Spaß. Nur wenn ihr wollt. Blogfotos auch im Kasten. Das ist der Gratin. Ich habe ihn natürlich fotografiert in der Form. Ist ja logisch, sonst sieht er ja aus wie Hulle. Struggle with the pictures. Und ja, den werden wir uns jetzt schmecken lassen. Natürlich low carb. Ich zeige ihn euch aber natürlich ganz exklusiv nochmal zusammengeflattert auf dem Teller. Bis gleich. Na, so schlimm sieht es doch gar nicht aus, oder? Guten Morgen aus der Küche. Dasselbe wie gestern und vorgestern, aber ich fahre gleich auf Geschäftsreise nach Hannover und ich will jetzt auch nicht, dass der Joghurt schlecht wird. Von daher nochmal Mandeljoghurt mit Chiasamen und Leinsamen. Versprochen, die nächsten Tage seht ihr was anderes vom Frühstücksbuffet. Heute Mittag gibt es nochmal so ein leckeres Low-Carb-Käsebrötchen, belegt mit Schinken und einer Scheibe Raclette-Käse. Und ja, es wird auf jeden Fall schon online sein, wenn ihr das Video seht. Denn ihr habt gestern auf Facebook für die Käsebrötchen als nächstes Rezept abgestimmt. Somit gehen die heute Abend auf dem Blog online. Kuckuck! So ihr Lieben, ich bin jetzt hier startklar für Hannover. Gleich kommt mein Taxi, ich bin dick eingepackt und dann geht es erstmal nach Köln zum Bahnhof und von da aus weiter mit dem ICE. Hi, ich bin jetzt im wunderschönen Köln in der DB Lounge und gönne mir jetzt erstmal ein Käffchen, bevor es gleich weitergeht. Hallo aus dem ICE. Ich habe mir noch so ein leckeres Käsebrötchen mitgenommen. Das werde ich jetzt schnabbeln. Abends habe ich mir dann im Hotelrestaurant einen schönen Caesar Salad gegönnt. Mit Hähnchenbrust drauf, genau. Vom Frühstücksbuffet habe ich mir einen Joghurt mit Früchten genommen und dann noch was Rührei mit verschiedenen Käsesorten und Quark. Guten Morgen aus Hannover, ihr Lieben. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße. Hier ist es saukalt. Ich komme gerade vom Frühstück und gleich geht's los zum Termin. Bis später. Wir sehen uns. Tschüss. In der Mittagspause habe ich dann Fisch gegessen mit verschiedenem Gemüse und ein bisschen Schafskäse dazu. Abends habe ich es mir dann wieder im Restaurant vom Hotel gemütlich gemacht und habe mir als Vorspeise konfierten weißen Thunfisch bestellt mit Limettenschaum. Das war so, so verdammt lecker. Ja, und zum Hauptgang hatte ich dann nachher einen Putensteak,
200 Gramm mit Kräuterbutter, Salat und verschiedenem Gemüse. Das war auch total lecker. Ans Frühstücksbuffet bin ich heute mehrmals gelaufen. Im ersten Gang gab es Brötchen und Müsli. Dafür habe ich aber auch nichts zum Mittag gegessen. Ja, und danach habe ich mir Ananas geholt, nochmal ein Brötchen mit Käse und Wurst und zu guter Letzt Croissants mit Pflaumenmus und dann war ich pickepacke satt. Aber wie ihr seht, ich habe dann doch irgendwann noch Hunger bekommen und habe mir für die Rückfahrt abends im Zug ein Franzbrötchen gegönnt. Yippie! So ihr Lieben, wieder zu Hause und ich habe uns gerade ein paar Burger auf die Schnelle gemacht. Weil es ist ja schon relativ spät und ja, jetzt groß was selber zu machen, keine Lust. Von daher sind das auch diesmal gekaufte Burgerbrötchen, aber egal, wir essen das ja trotzdem. Hallöchen, heute ist Samstag, gut schon morgen von zu Hause und es gibt mal wieder einen Skier-Protein-Joghurt mit Leinsamen und gefrorenen Himbeeren. Das ist übrigens der Joghurt hier und ich hatte in der Post einige Vorschauen von meinem Buch, diesmal ausgedruckt, voll cool. Freu. Und meine neuen Visitenkarten sind da. Ich finde, die sind voll schön geworden. Und nun gönne ich mir ein paar M&Ms. Hi, ich habe gerade meinen Koffer ausgepackt und guck mal, wer da jetzt drin sitzt. Hallo Märchen! Wolltest du in Urlaub fahren? Nein, ne? So, so süß. Wieder keine Lust auf die Kamera, ne? Ich bin gerade bei meinen Eltern und was wird als erstes hier gemacht? Genau, gefuttert. Baguette mit Rügenwalder, grobe Rügenwalder und Camembert mit Pfeffer. Und gleich gibt's dann noch leckeren, frisch gemachten Apfelkuchen. Lecker! So, und zum Abendessen gibt's jetzt eine leckere Möhrensuppe. Zum krönenden Abschluss gibt's jetzt noch eine Pizza. Ich bin aber eigentlich total satt, von daher werde ich mir wahrscheinlich nur ein, zwei Stückchen schnappen. Mit Thunfisch, Peperoni und so weiter. Ciao, ciao. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben 12 Uhr und gefrühstückt haben wir da nicht. Aber ich habe ja schon mal die Basis für meine leckere Bolognese-Soße, die es dann heute Abend gibt. Lecker. So, jetzt wird erstmal lecker gefrühstückt mit Rührei, Lachs und einem leckeren Obstsalat. Kuckuck, während ich hier das Video schneide, futtere ich jetzt mal noch dezent den restlichen Obstsalat. Beenden wir mal die Woche Food Diary mit einer leckeren Pasta Bolognese. Rezept habe ich euch unten verlinkt, einmal für eine schnelle Variante und einmal für die, die ein paar Stunden köchelt. Ciao! So ihr Lieben, das war's jetzt auch wieder mit dem Video. Ich freue mich sehr, eure Kommentare zu lesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschö. Achso, noch was kurz. Wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne mal in mein letztes Video rein. Und zwar habe ich euch da 25 leckere Low-Carb-Gerichte in 5 Minuten zusammengestellt. Habt ihr natürlich in der Infobox und auch hier oben irgendwo verlinkt. Danke nochmal fürs Anschauen und bis ganz bald. Tschüss.